Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, und Link ist wieder eingeschlafen. Cool. Wir haben aufgehört, hier weiterhin auf der Sandgaleone uns umzuschauen nach der zweiten Flamme und haben den Schlüssel gefunden für den Maschinenraum unten. Wir müssen eigentlich nur noch nach da unten. Sonst haben wir den Dungeon eigentlich komplett abgeschlossen, was gut ist. Obwohl, ich mag die Sandgaleone eigentlich. Aber bedeutet natürlich auch, wenn wir den abgeschlossen haben, sind wir einen Schritt näher, Zelda wiederzusehen. Und unser Schwert zu stärken. Wobei, ich glaube jetzt, die Besserung von der zweiten Flamme war nicht so spektakulär. Da gab es Besseres. Mal gucken. Wir werden es rausfinden. Okay. Wir nehmen den Tentakelschlüssel und stecken ihn da rein. Erstmal gucken, wie. Andersrum. Auch nicht. Okay. Dann vielleicht so. Nee. Das sieht ein bisschen... Das sieht richtig aus. Aber mit dem Auge ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Okay, da ist der Maschinenraum. Den müssen wir anschmeißen und dann kriegen wir angeblich die Flamme. Sieht ein bisschen gruselig aus. Das Schiff kippt. Okay, was ist hier los? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Diese Tentakel scheint zu einem riesen Monster zu gehören. Es scheint, als würde es das Schiff angreifen. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Schiff untergeht, wenn du nichts tust. Ich empfehle, die Tentakel mit der heiligen Kraft zu durchtrennen und draußen nach dem Rechten zu sehen. Okay. Wie? Also, wie das rumflappt. Alter. Ups. Das habe ich gar nicht gesehen. Wo kommen denn jetzt die Fässer her? Hör auf, mich mit Fässern zu beschmeißen. Oh nein, das Schiff sinkt. Ja. Doof. Und es kippt immer weiter. Gut, so habe ich mir das eigentlich jetzt nicht vorgestellt, aber... So, einmal. Das interessiert sie nicht. Alter, der Boden ist eingestürzt. Und das Schiff flutet, wird immer weiter geflutet. Ja, so viel zum Thema, wir tun das mal zurückerobern. Gebieter, ich muss dich warnen. Ich spüre eine dunkle Präsenz hinter dieser Tür. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich der Ursprung der Tentakel in der Nähe befindet. Ich rate zur äußersten Vorsicht, wenn du nach draußen gehst. Ja, was soll ich denn sonst machen? Die Tür ist tot, mein Stuhl ist auch weg und... Ich meine, ich könnte theoretisch schwimmen, aber... Uns bleibt ja nur der Weg nach vorne. Ach so, und regnen tut's... Oh, auch noch. Ja gut, das Schiff ist... bisschen kaputt. Uraltes Meeresgrauen. Daidagos. Okay. Ja.
Dann kämpfen wir erstmal gegen die Tentakel, ne? Sehr schön. Jawohl. Hi. Okay, sehr schön. Hat Treffer gegeben und auch die hässlichen Haare da abgeschnitten. Die waren echt nicht hübsch. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hallo? Nein. Ich will nicht mit dir knuddeln. Aus. Böses Tentakelmonster. Sehr schön. So. Das hat Schaden gemacht. Das war gut. Und ein Umstyling hat sie auch gekriegt. Oh Gott, oh Gott. Direkt unter mir. Kurze Frage. Wachsen die Dinger eigentlich die ganze Zeit nach oder hat es einfach so viele Tentakel? Oh oh. Ich hab nicht getroffen. Ich hab getroffen. Und das war's. Oder? Nee, war's noch nicht. Ich dachte, es war's. Oh oh. Ich glaube, wir müssen da hoch. Oh. Ich glaube, es ist wütend. Ich glaube, es mag das Umstyling von den Haaren nicht. Ich bin halt kein gelernter Friseur, es tut mir leid. Kann ich auch nichts dafür. Ich war stets bemüht. Versprochen. Au. Ach so. Na, macht's noch Spaß. Oh Gott. Treff! Danke. Oh cool, danke für die Pfeile. Also ich muss sagen, ich finde die Haare echt nicht schön. Und sie tun weh. Hallo? Achso, ich habe keine Ausdauer mehr. Cool. Aber warum mache ich keinen Damage? Irgendwie lief das gerade nicht so gut. Alter, sind die aggressiv. Jetzt aber. Stand ich zu weit weg? Ich glaube ja. Ich könnte zu weit weggestehen haben.
Egal. Noch ein Herzcontainer. Das Schiff ist zwar tot. Aber ja. Doof. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem die Flamme. Ah ja, okay. Der Mechanismus ist anscheinend nicht zerstört worden. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Und natürlich, dass wir noch mal ein Herz mehr haben. Das Schiff ist zwar ein bisschen in Mitleidenschaft geraten, aber wir waren stets bemüht. Nairus Flamme hat dein Schwert gestärkt. Feier hält neue Macht. Du kannst nun mit der Aurasuche mehr Dinge erspüren. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück zur Stätte der Lieder. Okay. Tun wir. Vielen Dank für deine Hilfe. Allerdings sieht mein Schiff ganz schön mitgenommen aus. Da steht uns viel Arbeit bevor. Ich hoffe, dass auch du deine Freundin bald finden wirst. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du willst. Ich freue mich auf dich. So. Schön. Wie sieht denn das Schiff eigentlich aus? Ich sehe es von hier hinten nicht. Zeig mal. Ups. Es sieht doch eigentlich ganz gut wieder aus. Mensch, soll sich nicht so anstellen. Aber okay, 2 von 3. Eine fehlt noch. Und mit dem Greifhaken und dem Bogen können wir definitiv viel, 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 viel noch an Nebenquests machen. Problem ist, ich habe tatsächlich ein paar Dinge schon wieder vergessen. Ups. Okay, wir gehen aber erstmal zurück zum Wolkenraum, würde ich sagen. Und hoch. Yes. Jetzt langsam komme ich auch wieder in die Steuerung rein. Das finde ich gut. Okay. Zuallererst gucken wir, was wir denn alles noch upgraden können, jetzt, wenn wir wieder ein paar Schätze beisammen haben. Denn wir haben jetzt auch ja den Bogen bekommen. Der Bogen kann, glaube ich, nämlich auch aufgerüstet werden. Items verbessern, genau. Genau, wir können den Bogen verbessern. Aus Holz mach Eisen. Die Angriffskraft wieder erhöht. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Ein besserer Bogen ist ein glücklicher Bogen. So. Du hast den Eisenbogen erhalten. Dieser Bogen wurde für äußerst erfahrene Schützen gefertigt. Seine Kraft übersteigt die deines alten Bogens. Das gefällt mir.
Und wir könnten ihn jetzt zum Heiligen Bogen machen. Von der Göttin gesegnet. Die Angriffskraft wird enorm erhöht. Wir haben genau 3 Eidechsenschwänze und ein Geschenk der Göttin, um das zu tun. Das ist doch gut. Wie sieht es mit dem Schild aus? Das können wir jetzt auch zum Hochheiligen Schild machen. Ich brauche keine Dekokerne mehr. Wir machen den Schild. Ja? Auch wenn wir gerade keine Schilde verwenden können, weil wir die Dämonenmedaille dabei haben. Du hast den hochheiligen Schild erhalten. Dieser mysteriöse Schild repariert sich selbst und ist um einiges robuster als sein Vorgänger. Okay. Was brauchen wir für Nummer 3? Vogelfeder, Monsterhorn, Finsal, Mond. Okay, dann machen wir unseren Bogen erstmal zu heilig. Ich wollte nur gucken, ob wir beides machen können. Oder nur eine Sache. Darum ging es mir. Okay. Du hast den Heiligen Bogen erhalten. Die heilige Macht der Göttin verleiht ihm Kraft und bringt Verderben über all deine Feinde. Das ist doch mal eine Beschreibung. So. Und den göttlichen Schild. Okay. Damit haben wir alle 3 Schilde, die es in dem Spiel gibt, abgegradet. Du hast den göttlichen Schild erhalten. Dieser mysteriöse Schild repariert sich selbst und ist ein Vielfaches robuster als sein Vorgänger. Okay. Das geht jetzt leider nicht mehr, weil uns wieder die Schmuckschädel fehlen. Schade. Okay. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die neue Kraft deines Schwertes ermöglicht dir nun die Suche nach Schätzen mit Hilfe der Aurasuche. Wähle einfach Schätze als Ziel für die Aurasuche aus, wenn du diese Funktion nutzen möchtest. Ah. Das ist praktisch. Und ich sehe, hier ist eine Truhe aktiviert worden durch die Artefakte. Und wir haben nochmal Geld bekommen. So, du bietest was Neues an? Ihr kommt gerade richtig, Wärter. Ich habe ein neues Item in meinem Sortiment. Ihr könnt nun einen kleinen Köcher erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf, wenn ihr möchtet. Seht da. Ihr interessiert euch also für einen kleinen Köcher? Ausgezeichnet. Wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr ganze 5 Pfeile mehr tragen. Ah, wie überaus vorteilhaft. 5. Ist halt jetzt nicht unbedingt viel, ne? Das macht 150 Rubine. Ja, komm. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, werter Herr. Eure Tasche ist bereits voll und ihr könnt kein weiteres Item mehr tragen. Wie wäre es, wenn ihr ein paar eure Items im Itemlager brächtet? Ja, okay. Du wolltest doch, dass ich gehe. Was lassen wir da? Bombentasche will ich behalten. Wir lassen den Holzschild da. Und die Dämonenmedaille auch. So. Was warst du nochmal? Ich glaube, die Lebenskraftmedaille war die, wo uns einen zusätzlichen Herzcontainer gibt, ne? Dann nehmen wir die mal mit. Ja, das war die. Alles klar. Dann hole ich den Köcher. Dann ist der auch glücklich. Ja. Du hast den kleinen Köcher erhalten. Mit ihm kannst du 5 weitere Pfeile bei dir tragen. Nutze ihn, wenn du häufig deinen Bogen einsetzen möchtest. Und ich finde die Ansicht gerade wunderschön. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das wissen wir doch alles, Mann. Können wir den Köcher upgraden? Was brauchen wir dafür? Haben wir. Perfekt. Alter, wie viele Bernsteinhalbmonde wir haben. Das ist doch gut. Also, ich freue mich drüber. So, dann haben wir wenigstens jetzt 10 statt 5 Fallen. Das ist wieder eine gerade Zahl. Du hast den mittleren Köcher erhalten. Mit ihm kannst du 10 weitere Pfeile bei dir tragen. Okay. Das dritte Upgrade ist wahrscheinlich dann 15, ne? Und wir brauchen Geschenk der Göttin, also können wir es eh nicht machen. Alles klar.
Ich muss gestehen, also wenn wir noch zwei Schmuckschädel hätten, würde ich das trotzdem machen. Dann hätten wir mal die mittlere Tasche. Okay. Ah ja. Der hat eine neue Nebenquest für uns. Willkommen. Ach, es tut mir leid, dass ich hier so vor mich hinseufze. Ich bekomme nur nachts keinen Schlaf mehr. Nein, ich sollte mich vor den Kunden nicht beschweren. Tut mir leid. Weiter geht's. Okay. Er möchte nicht mit uns drüber reden. Dann kommen wir doch vielleicht wieder, wenn es Abend ist. Beziehungsweise wir suchen ihn einfach, wenn es Abend ist. Okay. Oh Gott, ich bin wo ganz anders rausgekommen, wo ich wollte. Wir machen ein paar Nebenquests hier im Wolkenhort. Wir schlafen einfach mal bei unserer Pseudo-Freundin, bei der Pika. Freut sich der Papa. Wir schlafen einfach in seinem Bett. Yes, seinem Bambusbett. So. Wir können jetzt dank dem Greifhaken die letzten zwei übrigen Juwelen der Güte sammeln, die noch einzeln auf der Welt hier verstreut sind. Und sogar ein Herzteil abholen. So. Und zwar müssen wir einmal hier rüber. Ich glaube, mit dem Bogen können wir gar nicht so viel machen, tatsächlich. Und zwar... Warte. Weg mit dir. Können wir uns jetzt hier hochrangeln? So. Können dann hier hoch. Und hier hoch. Tata. So, hier ist eine Kiste. Und hier ist das Juwel. Das Juwel hätte man theoretisch schon früher holen können mit dem voll abgegradeten Käfer. Aber du musst sowieso hier hoch. Und der einzelne Kristall mehr bringt dir auch nichts. Von daher habe ich gesagt, das machen wir nicht. Aber es wäre theoretisch möglich gewesen. So, 49. Das ist so ein Boing-Yong-Yong, ne? Wenn ihr da so rumschwebt. Yes. Gib den Schatz her. Ich brauche Schätze. Schmuckschädel, bitte. Das nehme ich auch sehr gerne. Danke. Das ist ja lieb. Noch ein Herzteil. Kann ich hier runterspringen? Ja. So, ganz kurz auf die Karte gucken. Ach, da war noch eine? Nee. War ich jetzt da oben und habe die Kiste übersehen? Warte, ich muss nochmal hoch. Hä, war da eine Kiste? War da noch eine Kiste? Ich bin gerade verwirrt. Und das ist eine andere Insel, die ich einfach gerade nicht gesehen habe. Muss da nochmal hoch. Nee, es muss schon auf der da sein. Nein, da hinten. Ah. Auf der da. Jo. Okay, aber da weiß ich, wie ich hinkomme. Einen Moment. Und zwar am besten von da oben, ja. Die habe ich irgendwie überhaupt nicht im Blick gehabt. Aber ist nicht schlimm. Kommen wir hin? Kein Problem. Was haben wir da? Noch mehr Geld. Ja, okay. Das ist jetzt... Ich kann mich nicht mehr über Geld freuen. Es ist traurig. Aber ich kann halt nichts mehr kaufen. Ich kann nur noch upgraden und dafür brauche ich nicht so viel. Okay. Wir gucken jetzt mal. Ich hab alle Eingänge mal betreten. Das heißt, wir müssten angezeigt bekommen, wer wo wohnt hier im Wolkenhort. Da ist die Cookie, genau. Das ist die, wo er uns ja zum Dämonen gebracht hat, zum Morsegur. Wir suchen die Trankmeister. Also sie und ihn.
Trankbrauer. Da ist er. Okay. Sie schläft und er muss sich ums Kind kümmern. Ach. Sieht aus, als bekäme ich heute wieder keinen Schlaf. Warum? Es ist nett, dass du dir Sorgen machst. Das Weinen meines Kindes hält mich Nacht für Nacht vom Schlaf ab. Normalerweise schläft mein kleiner Wonnebrom tief und fest, aber ohne sie. Sie? Die Rassel. Mit ihr schläft das Baby sofort ein, aber wir haben sie neulich verloren. Ein Vogel hat sie sich geschnappt und ist damit weggeflogen. Er dachte wohl, sie wäre etwas Essbares. Natürlich konnte er sie nicht fressen, also denke ich, dass sie noch hier im Dorf sein muss. Aber ich konnte sie nicht finden. Vielleicht findet sie ja jemand anderes für mich. Und die Mama, die schläft und das interessiert überhaupt nicht. Aber es ist ja auch tatsächlich so, auch im Laden hat er sie das Baby die ganze Zeit auf dem Rücken, ne? Also irgendwie ist das nicht ausgeglichen. Ich finde es ja schön, dass er sich drum kümmert, ja? Also, dass es jetzt nicht nur immer die Mama ist, wo sich um das Kind kümmern muss, aber man sollte sich vielleicht ein bisschen aufteilen. Damit so etwas nicht passiert. Das ist meine Meinung. Okay. Lassen wir mal die Moralapostel. Wir holen die Rassel. Die Rassel befindet sich tatsächlich hier. Die haben wir schon gesehen. Wir durften sie nur früher noch nicht aufsammeln. Da ist sie nämlich. Ich weiß noch nicht mehr, wie man da hinkommt. Wie kam man da hoch? Wie kam ich dann nochmal hoch? Ich hab's vergessen. Kann ich mich dann nicht einfach mit dem Greifhaken hochhangeln? War das nicht so? Okay. Wie kam ich da hoch? Oder muss ich mich vom Wasserfall aus da... Das kann sein. Ich probiere das mal. Und wieder da hoch. Ich glaube aber, das war die Rätsel. Das Rätselslösung. Die Rätselslösung. Das ist ein gutes Deutsch. Ja, dann geh halt. Wenn du nicht mit mir spielen möchtest. Danke. Einmal da hoch. Einmal da hoch. Und da hoch. So. Jetzt muss ich nur noch mal genau gucken. Da hinten ist das. Ich würde sagen, von hier ist es besser. Ja. Perfekt. Ah. Moment. Magischer Krug. Wunderbar. Du hast eine Rassel erhalten, von vielen Babys heiß geliebt. Wer mag diese Rassel wohl verloren haben? So, musste kurz niesen, Entschuldigung. Okay, wir haben die Rassel. Das ging doch schnell. Die Kiste ist noch deaktiviert. Dann bringen wir ihm gleich die Rassel. Dann freut er sich nämlich. Das ist ja die Rassel. Du hast sie gefunden. Gut, gut. Und jetzt ins Bettchen. Oh, süß. Wie es lacht. Sieh dir das an. Das Baby scheint sich beruhigt zu haben und schläft sicher bald ein. Endlich, endlich kann ich wieder schlafen. Vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen. Und wir haben nochmal 5 bekommen. Nice. Okay.
Als nächstes gehen wir... Genau. Wir gehen zum Abschluss des heutigen Parts. Das letzte einzelne Juwel der Güte holen. Und ein Herzteil. Beides in einem Rausch. Und zwar, passet auf, können wir hier hoch und hier hoch, das kennen wir ja. Dann einmal kurz die Ausdauer wieder auffüllen lassen, dann hier hoch. Das kennen wir noch vom Tutorial. So. Da oben war ja die Katze und hier ist auch wieder ein Punkt für unseren Enterhaken. Beziehungsweise Greifhaken. So, und jetzt lassen wir uns da einfach runter. In die Ritterschule. Die offenbar einen sehr großen Das ist ein Bild, das ist gleichzeitig verstörend, aber auch wieder lustig. Kann ich ihn auf mich aufmerksam machen? Nö, okay. Hä? Das ist mir noch nie aufgefallen. Warum habe ich darauf nie geachtet? Das ist voll lustig. Naja, egal. Wir sind hier jetzt in Zeldas Zimmer, das immer abgeschlossen war und wir nie reinkamen. Hier befindet sich das letzte Juwel der Güte, das einzeln rumliegt. Damit haben wir jetzt 55. Und wenn wir in ihren Schrank einfach mal ganz frech reingucken, bekommen wir ein Herzteil. Das ist doch toll. Können wir da nochmal reingucken? Du solltest besser nicht in andere Leute Schränke stöbern. Ach so. Okay. Ja, Zelda hat hier ein schönes Zimmer, finde ich. Kann sich sehen lassen. Weiß gar nicht, wem sein das da ist. Ach, dieses andere Mädchen. Das, wo den Liebesbrief gekriegt hat, aber dann sich für Doppelkuckuck entschieden hat. Kann ich in dem Tagebuch ein bisschen lesen? Zeldas Tagebuch, möchtest du es lesen? Na klar. Morgen ist die Vogelreiterzeremonie. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ritter für Link. Ich kann es nicht erwarten, ihn endlich als Ritter zu sehen. Aber in letzter Zeit hat er gar nicht mehr geübt. Ich werde morgen sehr früh aufstehen und ihn zum Üben zwingen. Er muss unbedingt gewinnen. Ich will die Siegeszeremonie nur mit ihm feiern. Oh. Ja, noch was drin? Wie wir einfach in ihrem Tagebuch rumschnüffeln. Ich glaub's ja nicht. Nein, ist nichts Neues. Alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part einfach hier in Zeldas Zimmer. Weil, warum nicht? Okay, lasst die Bewertung da, falls es euch Spaß gemacht hat. Und morgen gucken wir nochmal nach weiteren 5 Juwelen. Weil ich glaube, die kriegen wir jetzt. Noch einem Herzteil und dann suchen wir nach der 3. Flamme. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.